Es gibt so viele Fragen, die man sich stellen kann. Glaubst du an etwas außerhalb von dir? Oder nimmst du deine Macht in dir selbst an? Suchst du wahres Wissen in dir selbst? Oder suchst du es von anderen? Was wünschst du dir? Bist du mit dem, was du dir wünschst, in vollkommener Harmonie? Was ist dein wahres Abenteuer? Wo befindet sich dein stärkster Impuls? Was weist dir den Weg? Wie kannst du eine wahrhaft Liebende oder ein wahrhaft Liebender werden oder sein? Und wie kannst du allem, was ist, in Frieden begegnen? Krisen oder auch Wendepunkte in deinem Leben sind Chancen, dich selbst als größtes Abenteuer im Leben zu verstehen. Wofür brennt deine größte Leidenschaft? Was sind deine Themen? Und wo fühlst du dich getroffen? S-Punkt ist sehr klar und deutlich zu spüren. Sie fragt mich: Warum fragst du mich nicht, was du doch die ganze Zeit so gut verdrängt hast? Das Geplapper in deinen Kopf ist weniger geworden. Ich bin etwas müde und schweige in einer Art wohligen Empfinden. S-Punkt fragt mich: Hast du jemals was bereut? Ich sage: Da gab es schon sehr viel. Wenn ich es kurz ausdrücke, sind es viele Dinge, die ich unterdrückt habe und auch einiges, was ich ausgelebt habe. Es sagt: Kannst du dir vorstellen, dass du auf der Erde bist, um Angst oder auch Ego abzubauen und wirklich zu lernen, bedingungslos zu lieben? Das bedeutet, alles, was du immer so schön verdrängst und dir auch nicht erlaubst auszuleben, hat als einzige Ursache Angst. Doch wenn du Dinge verdrängst, dich mit anderen Dingen dann wieder ablenkst, ist es dadurch nicht weg. Das erzeugt dann leider Karma. Was du dir aber gestattest, auszuleben, auszudrücken, mitzuteilen, wird dir immer helfen zu wachsen. Vorausgesetzt natürlich, du fügst niemand anderen Schaden damit zu. Ich frage S-Punkt: Du meinst also, wenn ich etwas zulasse, führt mich das mehr zur Wahrheit, als wenn ich es verdrängen würde? S-Punkt sagt: Wenn du etwas verdrängst, obwohl du dich danach verzehren tust, verwandelt sich das oft in Wut oder in körperliche Krankheiten, Depressionen und negative Umstände.
Kennst du dieses Gefühl, dass dir etwas fehlt? Das Gefühl, frei zu sein. Und doch stößt du überall im Außen ständig auf Hindernisse? S-Punkt sagt, du ziehst das an, was du deiner Meinung nach verdient hast. Was erzeugt deine Wirklichkeit? Woran glaubst du? Was denkst du über dich? Was denkst du über die Welt? Was denkst du über andere Menschen? Dein Glaube darüber bewirkt die Gedanken und Gefühle, die deine Welt erschaffen. Wenn du etwas ablehnst, egal was es auch sei, wirst du damit einen Konflikt in dir erzeugen. Du wirst zerrissen sein. Ein Teil in dir möchte dies machen, ein anderer Teil in dir jenes. Das verhindert, dass du wahre, tiefe Freude fühlen kannst. Denn wenn du Freude fühlst, aus deiner tiefsten Mitte heraus, wirst du nicht zerrissen sein. Der Konflikt wäre beendet. Körperliche Symptome hören sofort auf, denn sie sind nicht mehr notwendig. Tust du meistens, was dir wirklich Freude macht? Oder gibt es auch ganz viele Dinge, die du nur tust, um bei anderen Anerkennung zu finden, ohne dass du dabei wirklich Freude empfindest? Was glaubst du, was diese Schwierigkeiten erzeugt, die du in dein Leben oft hast? Wenn du auf der Erde bist, um Angst, Ego abzubauen, ist Angst auch die einzige Ursache für all deine Disharmonien. Aber wenn Furcht die Ursache ist, hält sie dich nicht von dem ab, was du tun müsstest? Ist es dann nicht hilfreich zu fragen, wie du die Angst überwinden kannst? Es gibt einige wichtige Punkte, die es zu beachten gilt. Die Erkenntnis, dass du Angst hast, denn viele verleugnen, dass sie Angst haben. Und auch die Frage, warum fürchtest du dich? Und sich dem auch zu stellen, wovor du Angst hast. S-Punkt sagt, machst du dir oft selbst Vorwürfe? Erkenne dich selbst. Macht das dir am meisten Angst? Ich spüre, S-Punkt wird mir nun keinen weiteren Wegweiser geben. Ich verstehe, warum ich mich selbst behindere. Und ich kann diese seelischen Blockaden als Spiegel in meinen Körper wie Botschaften erkennen. Denn was ich seelisch nicht bewältigen kann, wird mein Körper versuchen, auf seiner Ebene zu lösen. Meinst du das? S-Punkt sagt, wenn du sehr viel Mitgefühl entwickelt hast, bist du auch dem Einflüssen und Gedanken anderer mehr ausgesetzt. Sie senden unbewusst, aber auch einige bewusst negative Gedanken aus, was man auch schon als schwarze Magie bezeichnen könnte. Und du bekommst diese negative Energie ab.
Du entwickelst Depressionen und weißt gar nicht, woher sie kommen. Oder körperliche Krankheiten. Und wenn du selbst negative Gedanken hast, wirst du dich sozusagen selbst angreifen. Daher ist Selbstliebe der wichtigste Schutz. Die Chakren in dir, die sieben Hauptenergiezentren, wenn sie alle im Balance sind und gut funktionieren und gut arbeiten, bilden sie eine Art Schutzhülle, die dich vor negativen Energien und Gedanken anderer schützt. Und du weißt, wie viele Menschen das tun. Aber du beschützt auch dich selbst. Diese Balance ist sehr, sehr wichtig. Ich verstehe. Es sagt, ich muss nun leider gehen, aber ich werde wiederkommen. Denn wenn der Schüler bereit ist und reif ist dafür, kommt der Lehrer von ganz allein. Ich lächle und verneige mich in Gedanken vor diesen Worten eines Wesens, was alle irdischen Lektionen mit Würde gemeistert hat. Es löst sich langsam auf. Ich freue mich auf die nächste Inspiration und empfinde tiefe Ruhe. So, das war dieser kleine Bonus für euch. Und ich wünsche euch tiefe Erkenntnisse. Ein Daumen hoch würde auch mir Inspiration schenken. Und ein Abo wäre eine sehr große Ehre.